ist, Lohnarbeit nachgehen zu dürfen. So, wo Menschen ausgeschlossen sind von diesem menschlichen Bedürfnis, sich durch eigene Arbeit einen Lebensunterhalt zu verdienen. Und das ändert die Sache. Da kannst du nicht mehr sagen, der Faule ist der Sünder, der Verkommene. Das wird eine völlige Schieflage geben. Und du kannst heutzutage nicht nur durch Faulheit sündigen, sondern auch durch Hyperaktivität. Das ist ja auch eher ein modernes Problem, dass es Menschen gibt, die gar nicht mehr rauskommen. Die gar nicht mehr durch eine Veränderung der ganzen Ökonomie so und durch eine Verinnerlichung einer bestimmten wachstumsgetriebenen Ökonomie auf einem Trip kommen, wo man sagen muss, dein Laster hat nichts mit Faulheit zu tun, sondern mit Hyperaktivität. Und das kann dann auch eine Sünde sein. Krass. Wären so Beispiele. Krass. Ja. Ja, du hast, also ich mag das Buch, weil es sehr, sehr gut zu lesen ist und Tiefe hat. Und eine Sache, die mir auch sehr gut gefallen hat, sind, dass du eine Menge interessanter Bezüge herstellst, vor allen Dingen zu Kinofilmen. Ja, wir haben ein bisschen Zeit noch. Ich würde gerne noch über Matrix reden. Da hattest du im Kapitel über Blindheit was zugeschrieben. Ich selber bin, also für mich ist dieser Film sehr, sehr persönlich tief und er sagt mir sehr, sehr viel, weil ich da sehr, sehr viel Analogien zu meiner eigenen Glaubensgeschichte sehe. Und diese Idee in dem ersten Film, ich setze jetzt mal davon aus, dass ihr den alle gesehen habt, wenn nicht, seid ihr selbst schuld und holt das gefälligst nach. Und bitte alle drei Filme, den dritten könnt ihr auslassen, aber die zwei müsst ihr gucken, weil die Sache ist, die im ersten Film geht es darum, die Blinden werden sehend, also sprich die Erleuchtung kommt, und im zweiten Film geht es eben darum, dass das, was als erstes Erleuchtung als Erleuchtung verstanden wird, entpuppt sich im zweiten Film als Betrug. Ja, also da ist der Neo, der wird als Retter aus der Matrix befreit und am Ende stellt sich raus, dass die Befreiung selbst von den Maschinen mehr oder weniger initiiert ist. Und was ich da rausgenommen habe, war immer so ein bisschen, ich bin immer zum Glauben gekommen, ne, hab sehen gelernt in spiritueller Hinsicht und dann ist aber ganz, ganz viel von diesem Glauben, den ich ursprünglich hatte, hat sich verändert, vieles da ist da dekonstruiert. So, das ist so diese typische Emerging Church-Bewegungsbiografie, bei mir zumindest, wo ganz, ganz viel vom Glauben dann erstmal wieder zerbricht und wo man so eine Enttäuschung erlebt und dann auf der Suche ist nach Alternativen. Ich habe da auch ein paar Ansätze in deinem Buch zugefunden, aber was wäre so deine Botschaft für so Leute wie zum Beispiel mich, die eben nicht nur die erste Pille nehmen, sondern die dann auch den zweiten Matrix-Film erleben. Ich bleibe im Buch ja ganz beim ersten Film, finde die Frage aber total spannend. Ich glaube, ich bräuchte aber ein paar Minuten. zunächst mal finde ich, ist Matrix hat bei mir ja auch eine Schlüsselfunktion an der Stelle, um eine noch tiefere Schicht von Sünde auszuleuchten, nämlich schlicht, dass Sünde Unglaube ist, Misstrauen gegenüber Gott. Wir haben vorhin gesagt, Sünde ist Schuld und das ist, hat eine gewisse grundsätzliche Wahrheit, die aber begrenzt ist. Verfehlen der Liebe ist eine tiefere Ebene, absolut. Und dann ist es ja aber auch so, auch Liebe ist ungeheuer täuschungsanfällig. Auch da ist Matrix ja sprechend. Diese ganze, der Umgang mit Liebe, das ist ja ein Gefühl, wo du dir immer 1000%ig sicher bist. Naja, und guckt euer Leben an. Also das Liebe ist die Erfahrung, wo du erfahren kannst, dass du 1000%ig sicher bist und dich täuscht. Das ist schon speziell. So, aber real, das ist ja hochreal. Und Liebe ist ein Phänomen, das du dir einreden kannst. Und du kannst aus einem Gefühl der Liebe oder aus, dass du dir selbst zusprichst, aus Liebe zu handeln, ungeheuren Murks produzieren. Und was hat man nicht alles mit Liebe gerechtfertigt? Man hat gesagt, wir verbrennen die Hexen aus Liebe. So, das ist die Reinigung.
Es ist eine harte Gnade, so, aber wir tun es, um den Geist, die Seele zu retten. In der Folter bringen wir sie zum Geständnis und zur Absage und dann verbrennen wir sie und alles Böse wird beseitigt. Die Seele gerettet, hoffentlich. Das heißt, du kannst durch Liebe Menschen einengen, verformen, zutiefst hintergehen, missbrauchen. All das ist mit Liebe kompatibel. Und die Gefährdung der Liebe ist immer, dass du sie subjektivistisch verstehst, also deine Motivation der Liebe quasi als Garant nimmst. Wenn ich es aus Liebe tue, kann es ja nicht falsch sein. Kann aber falsch sein. So, der biblische Begriff von Liebe ist da objektiver. Römer 13, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Oder in Liebe diene einer dem anderen. Also Liebe ist nicht das subjektive Gefühl einer Motivation, sondern Liebe ist der objektive Maßstab, dem Nächsten zu helfen, zu dienen, ihm Gutes zu tun und Böses, Schaden und Gefahr von ihm fernzuhalten. Das heißt, wenn du nach der Liebe lebst, musst du dich fragen, was ist für den anderen gut? Und das ist nicht immer so klar. Kann nicht sein, dass man irgendwie eine Regel nimmt und die auf die Menschen und das Leben presst und sagt, das wird jetzt gut sein. Du musst fragen, du musst gucken, was schadet, was beschädigt, was verhindert, vernichtet und was fördert, was hilft, was heilt, was dient. Um diese Frage zu beantworten, brauchst du letztlich einen Rahmen, eine große Geschichte, einen Blick für das, was Menschen wirklich gut tut. Also du brauchst schlicht eine Art Matrix, die dich orientiert, was für Menschen gelingendes Leben ist. Und so würde ich versuchen zu erklären, was heißt denn Glaube an Gott? Denn es gibt Standarderklärungen dafür. Wir sagen, Unglaube ist irgendwie Sünde. Was heißt das? Sünde ist eine Beziehungsstörung. Sünde ist eine Entfremdung. Und das ist begrenzt leistungsfähig. So, wenn wir sagen, Sünde ist eine Beziehungsstörung, können wir uns das alle irgendwie klar machen. In einer schlechten Beziehung kannst du fast nichts richtig machen. Jedes gut gemeinte Wort ist in einer schlechten Beziehung, klingt ironisch, klingt zynisch, klingt verarschend. Wenn du in einer kaputten Beziehung Gutes tust, beschämst du den anderen nur oder er denkt, du willst ihn jetzt noch mehr verarschen oder sonst wie. Das funktioniert da nicht. In einer guten Beziehung ist es schwer, was falsch zu machen. Weil der andere selbst verunglückte Aussagen nicht auf dem Betroffenheitsohr hört, dass er wieder beleidigt und gekränkt ist, sondern er hört es positiv. Und er sagt sich, so wie es klingt, ist eigentlich scheiße, aber er meint es bestimmt gut. So, du hast immer so sehr viel Entgegenkommen dabei. Auch misslungene Geschenke nimmst du aus Liebe. So, das ist in einer guten Beziehung ist es schwer, was falsch zu machen. Und insofern ist das mit der Beziehung ganz grundlegend. Es ist eine Beziehungssache und Sünde zu verstehen als Beziehungsstörung ist darum erstmal gut. Es ist für Christen intern gut. Denn ich habe immer noch so eine Art Atheistenohr in mir, so, das habe ich nie so ganz verloren. Ich möchte es auch ein bisschen wach halten. Als Nichtgläubiger klingt es doch bekloppt. Also wenn Christen sagen, ja, Sünde ist der Unglaube, dann denkt der normale Atheist, nur weil ich nicht glaube, bin ich ein schlechter Mensch oder was? Jetzt dreht ihr völlig durch. Das klingt bekloppt. So für Menschen, die ganz normal nicht glauben und die nicht mal an der Stelle, wo andere Glauben haben, Unglaube haben, sondern die da einfach nichts haben, weil ihnen die Sache egal ist. Denn das ist ja die heutige Realität. Ich habe über Jahre in meinem Leben nicht Unglaube praktiziert, sondern eben schlicht nichts. Ich fand andere Dinge wichtig und ich fand Religion langweilig. Das war für mich gar keine Aktivität, nicht zu glauben. Und insofern, glaube ich, muss man Glaube auch erklären. Das vorhin war mein Versuch, ein Rahmen, eine Matrix, eine große Erzählung, die dich überhaupt orientiert, was für Menschen gut ist, was erstrebenswert ist. So diese Visionen, die Paulus nennt, die herrliche Freiheit der Kinder Gottes, Menschen zu befreien, ihnen zur Entfaltung zu verhelfen, dessen, was sie wirklich sind. Oder dass Menschen in der Liebe wachsen, in Liebe und Hingabe reifen, ohne in Selbstablehnung oder Selbsthass irgendwie sich zu verirren. Das ist gut. Und hier in einem Vertrauen zu sein, in einer großen Geschichte zu sein, die mir hilft, eine solche Sicht zu gewinnen für das, was gut ist für Menschen. Das halte ich für das, was Christentum ausmacht.
Und das zu verfehlen, eine solche Story nicht zu haben, in diesem Sinne Misstrauen, wäre ein weiterer Begriff für Sünde. Und Matrix ist der Punkt, wo ich hier ganz schlicht sage, das ist, dafür ist Blindheit eine ganz häufige biblische Metapher. Es war so einer meiner ersten Ideen seit vielen Jahren, dass mir auffiel, ganz häufig geht es darum, dass Jesus die Augen öffnet und das ist ein Bild dafür, zum Glauben zu kommen. Und Unglaube ist Blindheit, dass du die Dinge nicht siehst. Warum kommt das in der Verkündigung, in der Christentumsgeschichte so kurz? Denn das ist ja nicht so moralisch einfach was Böses, sondern du siehst etwas nicht, etwas Schönes, etwas Wahres, etwas Großartiges, dafür bist du gleichgültig. Du kannst am Beispiel Dankbarkeit durchspielen. Dankbarkeit ist schlicht das gute Sehen, was ich bekomme. Undankbarkeit ist moralisch gar nicht greifbar. Es ist ja keine böse, abscheuliche Tat, wenn Menschen undankbar sind dafür, dass sie gesund sind. Sie nehmen es nicht wahr. Sie nehmen es nicht wahr, was für ein Glück es ist, gesund zu sein, keine Schmerzen zu haben, zu funktionieren, Möglichkeit zu haben. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich und als Kranker weiß man es sofort auf einmal. Es ist einem völlig klar. Aber dankbar zu sein für Gesundheit und Beziehung und Freundschaft und so, das ist ein möglicher Reichtum, der in so einer Blindheit für solche Dinge ausfällt. Und Matrix fand ich ja darin interessant, dass es das durchspielt, dass man wesentliche Dinge der Realität ausblendet. Und Dinge, die für total real hält, die eigentlich nur im Kopf stattfinden, die alle nur eingebildet sind. Insofern habe ich mich auf das Thema so konzentriert im ersten Teil. Du machst jetzt was ganz Spannendes damit, nämlich dies, dass man ja sehend werden kann. Dass man auf einmal mit Hank Williams singt, I saw the light, oder mit den Blues Brothers, siehst du dieses Licht? Dass du so eine Born-Again-Erfahrung hast und auf einmal erleuchtet bist. Und du weißt es nun. Und du weißt, dass du die Wahrheit immer verfehlt hast. Und jetzt bist du endgültig erleuchtet und hast die Wahrheit erkannt. Und was passiert dann eigentlich im nächsten Schritt, wenn du merkst, das war es auch nicht? Das finde ich extrem verstörend. Weil wenn du denkst, dass deine Erleuchtung es auch nicht war, woher weißt du denn dann im nächsten Moment, dass du das jetzt aber weißt?